Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Wieder dabei unser Gonji. Moin. Und unser Spondy. Moin, moin. Ja, die letzte Folge, die war ja bisher kurz, wer die am Sonntag gesehen hat. Ja. Ja. Deswegen starten wir auch mehr oder weniger hier wieder. Oh, vom selben. Hallo? Vom selben Punkt. Aber Inventar konnten wir speichern. Das hat ganz gut geklappt. Ja, ja. Das ist wenigstens was. Ist auch mal schön, dass was mal geklappt hat. Das kennen wir ja so in der Form nicht. Nee. Aber. Warte mal. Genau, und der Host, der Chucky, der muss die Welt speichern. Vorsicht, Sponti, beim Zurückgehen. Ja. Und deswegen fehlt mir nämlich auch mein Sticky, den ich mit Farbe markiert hatte. Aber das werde ich gleich nochmal nachholen, dass ich den Höhleneingang nochmal wieder finde. Und der Sponti wird jetzt nicht mehr auf Reisen gehen, glauben. Er baut jetzt erst nur noch, wenn wir mal vorankommen. Genau. Ja, wer das auf meinem Kanal gesehen hat, ich habe ja auf den Mutanten da eingeschlagen und auf einmal hatte ich keinen Tod mehr und dann war ich ganz weg. Auf einmal hattest du keinen Tod mehr. Hohn mehr. Ich weiß schon, was du meinst. Es läuft aber gerade gefühlt flüssiger. Ja? Habe ich das Gefühl, ja. Könnte auch nur ein schwacher Hoffnungsschimmer sein. Das kann natürlich sein, das würde ich jetzt nicht abstreiten. So. Irgendwo hier war das doch. Da. Irgendwo, im Nirgendwo. Ich hab es. Oh. Alles fertig. Alles klar. Da. Da. Hier kann ich nicht bauen. Scheiße, jetzt müssen wir auch nochmal die Dings da fertig machen. Hä? Die eine Wand. Hier bei der Happy Birthday Trap. Ja, wenn du mir einen Blueprint hin donnerst, mache ich das fertig. Ich konzentriere mich jetzt nur noch ausbauen. Ich bin gerade dabei, Blueprint zu setzen. Es ist nur sehr demotiviert, dieselbe Mauer jedes Mal wieder zu bauen. Ja, das glaube ich dir. Ja, glaube ich dir. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht voran. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich werde sabotiert. So, irgendwo war doch hier auch noch das Zeitplan. Kann dir ja erstmal helfen, ein bisschen zu bauen. Ja, das kannst du gerne machen, wenn du gerade nichts anderes da hast, wo du jetzt sagst, da wolltest du unbedingt hin. Ach, dann kannst du gerne helfen zu bauen. Nee, ich brauche heute mal. Erstmal hier mal die Mauer ein bisschen fertig kriegen. Ja, und Speicher nicht vergessen. Richtig. Ja, ja. Ist das eine Haselnuss? Ein Stück der Mauer fertig. Haselnuss? So eine Riesenhaselnuss? Das sieht so aus. Oder ein verbrannter Kopf. Hier bei Ice Age oder was? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja die geilste Szene bei Ice Age. Das ist die dritte Art Mutanten, die Haselnuss. Ja. Oh, apropos Mutant. Kommt wieder jemand zu Besuch? Haben wir wieder Besuch, oder was? Und die haben mich gesehen und ich habe die Loks anhand. Ja, dann das geh ist nicht gut, droppen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich kann gerade nichts machen, ich muss... Du kannst sie hinschmeißen. Ja, mit G. Ach, mit G könnte ich die hinschmeißen? Ja. Mit G hättest du sie hinschmeißen können. Jetzt ist zu spät, aber sie sind immer noch da. Oh, hier in dem Zeltlager haben die sogar eine Videokamera. Auch nicht schlecht. Überwachung? Ja, wahrscheinlich. Ich kann sie aber nicht einsammeln. Leider. Ich glaube, das ist Dschungel, Big Brother. Oh, ah, die sind da festgepackt. Hau die mal dood. Chucky, trau dich. Oh, wie festgepackt die sind, du. Ja, doch nicht. Ja, das war gespielt. Such erstmal Pfeile zu craften. Wo?
So, 5 und 1 Digi war das, ne? So, platt. Was? So. Du stehst bitte auf. Dieses Pixel genauer anvisieren auf den Crafting-Feld. So, irgendwie ist der Typ festgefroren jetzt. Nicht, dass das mit dir zusammenhängt. Bondi? Ich kann ihn gerade nicht sehen. Ich versuche gerade meine Pfeile von meinen Peter wegzunehmen. Er steht bei mir, ja? Aber du gehst dafür ganz gut. Ja, ich schlag durch ihn durch. Ja, dann lass ihn. Dann lass ihn klein doch. Er hat ja nichts getan, nicht viel. Du lebst ja noch. Freu dich lieber darüber, dass du noch lebst. Ja. Auf jeden Fall. Gleich mal Medizin nehmen. Hast du denn noch Medizin danach, wenn du die genommen hast? Ja, eine habe ich noch. Sehr schön, das freut mich. Ich habe immer 2 Stück. Will ich immer dabei haben. Willst du? Ja. Ja, manchmal kommt man ja dazu, irgendwelche Medizin zu nehmen. Ah ja, klar. Verstehe ich. Das haben wir übrigens ein kleines Matkottchen hier an unserer Mauer stehen. Ja. Als Mahnmal für alle, die kommen. Wir frieren alle ein. Genau. In unsere Eisfallen. Ja. Die haben wir aufgebaut extra. Wir sind Mr. Frost. Richtig. Ich komme mal zurück, Chucky, euch helfen. Ja, Chucky ist unsere Schneekönigin. Ja, Eisprinzessin. Entschuldigung, ich verwechsel die Titel immer. Ja. Es sei dir verziehen. Danke, Eure Majestät. Auf die Knie. Das hätt's wohl gerne und das würde falsch rüberkommen. Ich komme offensichtlich lieber schnell zurück. Ja, bitte. Es gerät aus dem Ruder, Gonchi. Beeil dich. Ja, ich merke das schon. Schon so lange alleine hier auf der Insel. Richtig. Da muss halt auch mein Kerl rein. Und die Mutantenfrauen sind auch nicht das Wahre. Nein, die... Super unfreundlich. Wenn er so doof hier rumsteht, könnte er eigentlich wenigstens Loks mittragen. Die schminken mir ein bisschen zu arg. Richtig. Mit roter Farbe. Ja, ja. So, hier sind ja Blumen ohne Ende, ey. Die gelbe Blume musst du aufsammeln. Ja, hat er. Blume? Hat er. Hat er. So, wie sagt man so schön? Survival! Survival! Ja. Endlich mal ein bisschen Rüstung, ey. Ja, irgendwie... ich hätte da ganz lange keinen Lurch gesehen. Ja. Super selten hier, finde ich. Also an der Ecke, wo wir gerade sind. Ja, das stimmt. Hallo Mutant. Moin. Ich gehe weiter. Weil die coolsten... Oh, Gesundheit. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Dankeschön. Ich habe extra das Mikro weggehalten. Die coolsten Mutanten... Ja, alles gut. Oh, da ist... Ach, das ist der, der nichts macht, oder was? Genau, das ist Frank. Ja. Moin! Frank's a Tank, Junge, der ist ganz außer Atem. Richtig. Ja, er hatte ein bisschen Spaß mit Chucky. Es hat ihn direkt eingefroren. Er hatte so doll Angst. Aber da ist noch einer von uns. Bei uns. Wo ist noch einer? Ja, der guckt ein bisschen zu, der steht eh alleine. Ja, das ist okay. Solange er nur zuguckt. War hier nicht gerade im Baum? Nur gucken, nicht anfassen. Er kommt Achtung. Auf dich zu. Er will, guck mal, wie chillig er kommt. Er will doch nur Hallo sagen. Was denn? Ja, komm doch. Na, was denn? Will mal nach dem Rechte gucken. Ja, jetzt ist er weg. Hä? Nee, da ist er. Ist noch neben mir. Wie soll man nicht so einen harten machen? Da ist auch noch so ein Gast, der läuft immer im Kreis. Ja, Richtung am See. Lauf durch! Oh, shit. Jetzt läuft er weg.
Hau ihn! Hä? Sag mal. Oh. Ist er eigentlich platt? Kommt wieder. Ich glaube, das sieht schon wieder schlecht aus hier. Ja, ja. Das geht nicht. Nee, das geht so nicht. Bist nicht mehr im Spiel? Nee. Vielleicht müssen wir überlegen, ob das die letzte Folge war, bis auf weiteres, bis zum nächsten Patch. Ja, wäre vielleicht tatsächlich leider sinnvoll. Ja. Denn ohne Host ist das Spiel nicht ganz so einfach. Nee, das stimmt. Also vielleicht die letzte Folge, wir werden uns nochmal drüber unterhalten, vielleicht oder erstmal pausiert oder so und dann sag ich als Gonshi erstmal tschüss. Genau, to be continue. Bis demnächst, ciao. Bis demnächst, ciao.